willkommen, liebe Zuschauer. Das war unser Montagsmagazin. Jetzt sind wir wieder live auf Sendung aus dem A-Gebäude in der Wormser Fachhochschule. Und es geht um das MUX-Camp und was ein MUX-Camp ist. Wir haben es vorhin gesagt, es geht irgendwie um Apps und Entwicklung und Computer. Aber was das genau ist, das will uns der Andreas jetzt erklären. Und ich sage auch Andreas, bei euch ist es üblich, dass man sich duzt. So ist es, ja. Du kommst vom SAR-Camp. Das klingt sehr ähnlich. Was ist ein SAR-Camp, ein MUX-Camp? Was ist der Überbegriff? Was bedeutet das? Ja, das ist interessant, weil das MUX-Camp, ebenso wie das BAR-Camp, das SAR-Camp sind BAR-Camps. BAR-Camp ist ein Begriff, der kommt aus dem Amerikanischen. Es ist 2005 entwickelt worden, dieses Format, als Alternative zu den klassischen Konferenzen. Es entstand aus einer spontanen Reaktion heraus, weil nicht jeder zu dieser Konferenz, die dort stattfand, gehen konnte. Und es war eine Bewegung von unten heraus. Die Teilnehmer, die dort zusammenkamen, die haben etwas neu und selbst gestalten wollen. Und das ist das, was ein Barcamp auszeichnet. Es lebt von der Aktion der Teilnehmer selbst. Es ist nicht ein Organisator, der alles bestimmt, der Referenten einlädt, sondern das Barcamp ist eine Sache der Teilnehmer. Das, was die Teilnehmer daraus machen, das ist das Ergebnis. Und MUX-Camp, wie auch das SAR-Camp, das sind selbstgewählte Namen, die sind solche Vertreter eines Barcamps. Da haben wir ein Verständnis entwickeln können, worum es da geht. Laura, was hast du noch auf deinem Zettel? Ja, also ein Barcamp, sie haben eben die Vorzüge aufgezählt. Also, dass der Teilnehmer selbst agieren kann und oder selbst bestimmen kann. Und gibt es auch Nachteile eines solchen Barcamps? Da muss ich sagen, ich habe noch keine Nachteile erkennen können. Also das erste Mal, es gibt solche Grundregeln, die bei einem Barcamp zur Anwendung kommen. Bei solchen, die neu sind, wie hier und aus dem Unifeld entstehen, ist das vielleicht noch für viele fremd. Auch Firmen, die mittlerweile dieses Format anwenden, fremdeln mit manchen dieser Regeln. Eine ist zum Beispiel, dass man sich mit Vornamen anredet und duzt. Das hat einen bestimmten Grund, denn man möchte, dass alle Teilnehmer auf gleicher Augenhöhe miteinander kommunizieren. Das heißt, ob das ein Praktikant ist, ob das der Vorstandsvorsitzende ist, jeder hat etwas beizutragen und jeder aus seinem Erfahrungsumfeld kann etwas Besonderes dazu beitragen. Und diese gleiche Ebene, die wollte man zum Beispiel mit dieser Formalie, dass man sich duzt und mit dem Vornamen anredet, herstellen. Das ist in unserem deutschen Umfeld durchaus noch ein bisschen schwierig manchmal umzusetzen. Oder wie ich eben sagte, man fremdelt teilweise damit. Das ist zum Beispiel jetzt so ein Vorteil. Nachteile, nach denen ihr gefragt habt, habe ich noch nicht erkennen können. Also ich habe erfahren, dass alle Teilnehmer immer sehr motiviert sind. Man nimmt es auf, sich ein ganzes Wochenende irgendwo hinzufahren. Man zahlt seine Hotelkosten, man zahlt die Anfahrten. Es sind oft Studierende, junge Leute, junge Unternehmer, die durchaus da was investieren. Die Zeit, die man investiert, durchaus mal auf 1, 2, 3 Barcamps ins Jahr zu fahren. Dann das Netzwerken untereinander ist extrem wichtig. Man lernt eine ganze Menge Leute kennen, die gleiche Interessen haben, die mit demselben Thema zu tun haben, ist unbedingt ein Vorteil. Man tauscht sich aus. Also ich habe erfahren, dass durchaus aus dem Nähkästchen geplaudert wird. Also niemand hält mit seinem Wissen hinter dem Berg. Das Sharing, das Wissenssharing, das Teilen, das ist etwas Neues, was hier extrem stark praktiziert wird. Es ist auch so, dass alle Barcamp-Teilnehmer nach solchen 2 Tagen, die man ja eng miteinander verbringt, das beginnt ja mit dem gemeinsamen Frühstück, das ist oft eine Party, die da abends noch stattfindet. Nach diesen Tagen ist man immer irgendwie geflecht, ist so ein Begriff, der dann immer bei den Twitterern genutzt wird. Nach diesen Tagen hat man so ein klein bisschen Entzugserscheinung. Und das zeigt ja eigentlich, dass das was Tolles war, was man da erlebt hat. Ich habe keine Nachteile bisher erfahren können, muss ich ehrlich sagen. Also Barcamps sind ja jetzt noch nicht so bekannt, aber du würdest schon sagen, dass es am Kommen ist. Ja, einerseits, sie sind schon neu. Also es gibt immer wieder Leute, die noch nichts von diesem Format wissen. Hat man auch hier gesehen, ich schätze mal 75% der Hände gingen nach oben, als gefragt wurde, wer war noch nie auf einem Barcamp. Insofern ist das schon noch nicht so verbreitet in der Bevölkerung. Ich habe jetzt kürzlich ein Seminar besucht, wo überhaupt diese neuen Veranstaltungsformen, da gibt es auch noch andere ähnliche, vorgestellt wurden. Es ist für viele Personalentwickler oder Seminaranbieter, Fortbildungsveranstalter etwas Neues. Gerade auch im Firmenumfeld ist es noch nicht so bekannt.
Und ich habe jetzt gesehen, also einige der Kollegen, die Barcamps veranstaltet haben, professionalisieren das ein klein wenig, um es auch im Firmenumfeld einzusetzen, weil auch Firmen erkennen, dass das ein Veranstaltungsformat ist, das sehr gewinnbringend ist. Die Mitarbeiter untereinander lernen sich ganz anders kennen. Sie entwickeln ein ganz anderes Verhältnis zueinander. Es wird herzlicher, freier, offener und so weiter. Also das ist ein Vorteil für Unternehmen, der dort erkannt wird. Und insofern entwickelt es sich einerseits neu, andererseits habe ich auch erfahren können, im letzten Jahr sind einige der größeren Barcamps nicht zustande gekommen, die fanden nicht statt, weil zum Beispiel Finanzierungsprobleme bestanden. Die Barcamps sind kostenlos, das ist eine Sache, dass sie ohne Gebühren veranstaltet werden. Es gibt Sponsoren, die dieses Format unterstützen, die dahinter stehen, weil es eben Leute zusammenbringt, die sich engagieren. Aber das ist eben auch noch für manche schwierig, wie ich schon sagte, diesen Gedanken dann in die Unternehmen zu tragen, damit auch diese Unternehmen sehen, dass sie auch einen Vorteil davon haben. Und das Barcamp braucht nicht viel Geld im Vergleich zu klassischen Konferenzen, aber man muss diese Sponsoren eben auch finden. Und das ist durchaus schwierig manchmal, weil ja auch das Organisationsteam absolut ehrenamtlich arbeitet. Also würden Sie sagen, es ist schon mit einem relativ großen Aufwand verbunden, das zu organisieren? Es ist ein großer Aufwand, das muss man schon sagen, weil es werden über zwei Tage hinweg über 100, 150 Leute zusammenkommen. Die müssen bewirtschaftet werden, bewirtet werden, die sozialen Einrichtungen müssen hergestellt werden. Es ist ein technischer Aufwand zu treiben. Man muss WLAN bereitstellen, das ist extrem wichtig, weil nach außen kommuniziert wird, das Internet stark genutzt wird. Transporte müssen erledigt werden oder wenn wie hier der offene Kanal auftritt, dann müssen Stromversorgungen gesichert sein. Es müssen Sicherheitsdienste unter Umständen eintreten. Es muss eine Rezeption hergestellt werden. Es ist also sehr viel zu tun. Man braucht ein starkes Organisationsteam, das zusammenkommt und das ist schon Aufwand. Die Sponsoren zu suchen, natürlich, das ist eine ganz wichtige Aufgabe, erstmal die Finanzierung sicherzustellen. Andreas, wenn du mit anderen Teilnehmern ins Gespräch kommst und du bist nicht nur in Worms, du organisierst ein eigenes. In Worms findet zum zweiten Mal das MUX-Camp statt. Welche Reputation hat es unter den Teilnehmern oder ist es noch nicht so bekannt, dass man sagen könnte, Worms wird einfach geschätzt, Worms ist ein Begriff. Wie nimmst du das wahr? Es ist so, dass das MUX-Camp erst zum zweiten Mal stattfindet und das ist absolut eigentlich noch keine ausreichende Zahl, um Reputation aufbauen zu können. Und umso überraschender ist es, dass das MUX-Camp diese schon gewonnen hat. Das Gute ist, es ist mit einem Thema aufgetreten, was noch nicht vertreten war bisher in der Barcamp-Landschaft. Wir haben bundesweit weit über 100 Barcamps und das Thema Mobile Usability ist tatsächlich neu gewesen. Und insofern mit diesem Alleinstellungsmerkmal hat das MUX-Camp durchaus eine tolle Positionierung gefunden. Ich habe damals schon erlebt, dass qualitätsvolle Sessions gehalten wurden. Also insofern auch gibt es Nachteile. Ich habe nur mal bei allen Barcamps ein-, zweimal vielleicht eine schwache Session gesehen. Die Sessions sind gehaltvoll, die sind themenorientiert. Und von daher würde ich schon sagen, dass das MUX-Camp ein Renommee gewonnen hat, wenn man auch sich ansieht, wer jetzt an Teilnehmern dazugestoßen ist. Da sind durchaus Vertreter namhafter Firmen aus dem Internetbereich vorhanden. Und was auch im SAR-Camp zum Beispiel der Fall ist, wo es um Social Media, um Internetrecht und ähnliche Themen geht, man fokussiert sich auf einen bestimmten Bereich und kann damit dann tatsächlich auch auf Dauer Teilnehmer anziehen. Stichwort Teilnehmer anziehen. Das SAR-Camp im Internet mit Sicherheit vertreten. Ja, unter welcher Adresse? SAR-Camp.org ist das. Wir haben unser Barcamp in der nächsten Woche. Wir haben schon weit über 100 Teilnehmer auch. Und wir sind ganz gespannt. Wir sind zum fünften Mal am Start. Und wir haben eine Liveband diesmal bekommen können. Wir haben starke Sponsoren auch hinter uns stehen. Diesmal knapp dazu gewonnen natürlich. Und suchen natürlich jetzt auch nochmal Teilnehmer, die auch bereit sind, im Orga-Team mitzuarbeiten. Ist eine Sache, die auch großen Spaß macht und wir freuen uns schon auf unsere Gäste. Okay, das SAR-Camp ist ja genau wie das MUX-Camp auch ein Barcamp. Ja. Und kannst du das mal so ein bisschen vergleichen? Also es ist ja, Barcamps gibt es ja zu verschiedenen Themen. Mhm. Wie ist das denn im SAR-Camp? Wir sind schon etwas breiter aufgestellt. Also das Internet, Social Media, auch das
Thema Berufswelt und Internet. Wie sind die neuen Formen des Zusammenarbeitens über das Internet ist ein Thema. Social Media ist ein sehr weiter Begriff, der genutzt wird. Internetrecht, das ist ein eigenes Thema eigentlich schon, weil es so vielfältig ist und relativ viel passiert. Die Rechtsfortentwicklung ist sehr stark in diesem Bereich. Wir hatten jetzt gerade die Tage nochmal innerhalb der EU vom Gerichtshof das Thema, dass das Recht auf Vergessen im Internet bestehen wird und eigentlich ein eigenes Grundrecht sein soll. Das sind so Themen, die unwahrscheinlich spannend sind, toll zu diskutieren sind. Und das sind unsere Themen im Saarcamp. Aber es ist IT. Also das Saarland als IT-Standort hat natürlich auch mit dem Saarcamp dieses Thema besetzt. Andreas, herzlichen Dank für deine Ausführungen. Du gehst jetzt gleich wieder hoch. Was steht an? Ich weiß jetzt nicht, ich habe noch nicht diesen Timetabler gesehen, welche Sessions wann wo stattfinden. Aber ich lasse mich jetzt mal überraschen, was auf dem Programm steht. Du wirst was finden, herzlichen Dank. Ja, es gibt auch die Twitter-Wall und in die schauen wir jetzt mal rein. Da kommentieren Nutzer, die heute hier sind, aber auch von außerhalb Leute und geben einfach zum Besten, was sie vom MUX-Camp halten und tauschen ihre Informationen aus. Und da schauen wir jetzt mal rein.